Mein lieber Scholli, es geht ganz schön zur Sache heute. Das ist schon ein ziemlich dicker Absturz. Der DAX minus 4% und die US-Indizes auch nicht gerade weit von diesem Minus in ähnlicher Größenordnung entfernt. Und wir konstatieren ziemlich viele Trendbrüche. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Man kann nicht sagen, dass die Aktienmärkte nicht gewarnt gewesen wären. Anleihemärkte, rote Warnsignale, Devisenmärkte, rote Warnsignale mit Dollarstärke, extremer Dollarstärke. Wir haben Warnsignale gesehen an den Rohstoffmärkten, nur die Aktienmärkte. Die haben sich gesagt, naja, das geht uns nichts an. Wir haben doch die Fed, wir haben die Notenbanken, die Geschichte mit dem Coronavirus, die wird vorübergehend sein. Und die Bewertungen interessieren doch sowieso nicht mehr, solange wir eben im Besitz dieser immensen Liquidität sind. Aber jetzt stellt man fest, oh, plötzlich ist diesmal doch nicht wieder alles anders, wie ja viele Verteidiger der Fahnenstangencharts immer wieder einwerfen wollten, gerade auch bei finanzmarktwelt.de. Ich möchte die mal herzlich grüßen hier an dieser Stelle. Jedenfalls sehen wir, dass es da sehr stark zur Sache geht und dass diese Trendbrüche doch sehr auffällig sind. Die wollen wir uns mal anschauen. Das beginnt bei einer Apple, die wir hier sehen. Die ist aus ihrem steilen Aufwärtstrendkanal rausgefallen. Die handelt das erste Mal seit dem Labor Day, also seit 2019, unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt, Oktober, 10. Oktober genau. Also hier sehen wir, da ist schon ein bisschen was passiert. Das gilt aber für andere Märkte auch. Das gilt etwa für den S&P 500, der jetzt aus dieser steilen Aufwärtstrend-Kanalbewegung rausgefallen ist. Und da ist natürlich schon Potenzial für eine ähnliche Korrektur, wie wir sie im Januar 2018 und im Dezember 2018 gesehen haben. Hier etwa die gleiche Größe. Wir sehen, dass der VIX hier, die Wohlererwartung der S&P 500 Aktien, der ja immer gedrückt, gedrückt, gedrückt wurde, jetzt aus diesem Abwärtstrendkanal deutlich nach oben explodiert ist. Und plötzlich ist ein bisschen Unsicherheit, ist ein bisschen Panik im Markt. Und das zeigt sich dann auch eben in bestimmten Parametern. Die Trader kamen mit absoluter Net Long, also Netto Long Positionierung, was Future-Kontrakte betrifft, in diese ganze Geschichte rein, nämlich Stock Futures, also Aktien-Futures, Indexe-Futures für Aktienindizes. Hier sehen wir, dass wir da absolute Rekordwerte erreicht haben, waren wir nie drüber, auch nicht in der Dotcom-Blase, auch nicht vor der Finanzkrise. Und das kann dann eben teuer werden, wenn diese Complacency, wenn diese Vertrauensseligkeit, nichts kann uns erschüttern, nichts kann uns verwunden, wenn die plötzlich durch so einen schwarzen Schwan, der natürlich schlecht kalkulierbar ist, mit dem man nicht gerechnet hat, der aber dann doch die erste Tsunami-Welle gesendet hat. Und normalerweise könnte man dann schlau sein und sagen, okay, da ist irgendwas komisch, das Wasser hat sich zurückgezogen, dann kam eine ziemlich fette Welle, die haben wir locker überstanden, aber dann kommt eben eine zweite Welle gemäß der Tsunami-Theorie und das haben die Aktienmärkte ignoriert und müssen dann eben auch die Quittung dafür kassieren. Wer ignorant ist, wer sozusagen auf Signale nicht hört, der muss dann eben auch fühlen und so scheint es heute bei den Aktienmärkten zu sein. Das gilt auch natürlich für die Amis, die derzeit auch vor allem auch damit beschäftigt sind, dass Bernie Sanders einen Siegeslauf hat. Hat er in Nevada jetzt gewonnen und Axios heute, dieses Politmagazin, Insider-Magazin heute mit einem Bericht, der die Wall Street durchaus schwer erschüttert hat, kann man sagen. Denn da heißt es ja, Trump könnte in vielen Swing States, also in den Staaten, die mal zwischen Demokraten und Republikanern wechseln, könnte er gegen Sanders oder dürfte er nach aktuellen Umfragen gegen Sanders verlieren. Und selbst in Texas hätte Sanders die besten Chancen aller Demokraten und Trump würde nur relativ knapp in Texas, also dem republikanischen Stammland, gewinnen. Und das bedeutet, dass all das, was Trump ja an Wall Street Geschenken verteilt hat, auf Kosten der unteren Einkommensschichten, zugunsten der oberen Einkommensschichten und der Aktienbesitzer, der Immobilienbesitzer und all diejenigen, die über Vermögenspreise verfügen, die sehen da ein kleines Problem jetzt. Wenn ein Sanders käme, dann wäre es vorbei mit diesen Buybacks, die ständig sozusagen die Aktienkurse nach oben manipulieren. Dann wäre es vorbei mit dieser Steuersenkungstirade, die letztendlich auf Kosten der Verschuldung geht, aber das Wachstum nicht gebracht hat. Genau das ist ja der Punkt. Genau das zeigt ja das Versagen, das eigentlich ja historisch immer wieder gezeigt werden kann. Steuersenkungen alleine verhelfen nicht zu mehr Wachstum. Das ist nicht der Fall. Es klingt immer sexy,
Man denkt immer, ja, das wird sich dann refinanzieren, aber es ist nie so gewesen. Es ist auch diesmal nicht so. Und alle schütteln sich dann verwundert und sagen, was? Das haben wir doch erwartet. Wie kann man es erwarten, wenn eigentlich die Dinge evident sind? Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die von Relevanz sind. Auch der Dow Jones hier aus dem Aufwärtstrendkanal rausgeflogen. Hier sehen wir die Anleiherenditen im freien Fall. Wir sehen, dass der VIX hier sogar richtig Platz hat. Wir können jederzeit Erholungen sehen an den Aktienmärkten, das ist gar keine Frage. Allerdings ist auffallend, dass nach kurzer Gegenwehr an der Wall Street, kurz nach Eröffnung, diese Gegenwehr, diese Erholungsbewegungen immer mickriger ausfallen, nicht so wirklich saftig ausfallen. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel beim Nasdaq 100, der ja am weitesten enteilt war von allen gleitenden Durchschnitten. Da sehen wir jetzt bei 9.065 den 50er gleitenden Durchschnitt, also 50 Tages. Linie, da haben wir ein bisschen Support, aber wir sind sehr, sehr weit weg noch von der 200-Tageslinie, 13%. Da kann also durchaus noch was passieren, ohne dass jetzt sozusagen die ganze Geschichte total bärisch ist. Das muss man sich einfach immer wieder auch vor Augen halten, dass da wahnsinnig viel Luft noch ist. Klar sind wir dann im kurzen Zeitfenster überverkauft, aber wenn wir sehen, wie krass wir überkauft waren vorher und wie weit wir uns von historischen Parametern entfernt haben, dann ist das alles gar nicht so ungewöhnlich, wenn es mal so ein bisschen scheppert. Was der BDI in Deutschland warnt, der nämlich gesagt hat, ja, es werden in wenigen Wochen schon Lieferschwierigkeiten vorhanden sein, dann werden viele deutsche Konzerne keine Lieferungen mehr aus Fernost bekommen. Die deutschen Konzerne in China haben sowieso schon Schwierigkeiten. Hier sehen wir aber, dass die Amerikaner von diesen Zwischenprodukten, die man eben für die eigene Produktion oder für die eigene Dienstleistung braucht, viel betroffener sind. Über 30%, sogar über 35% der Produkte, die importiert werden in die USA, da sind eben Zwischenprodukte aus China drin. In Deutschland, in Europa ist das viel, viel geringer. Also die Amis haben durchaus auch Sorgen oder berechtigte Sorgen, dass da vielleicht etwas im Argen sein könnte. Schauen wir uns noch dann vielleicht abschließend an, dass in Sachen Ami-China, dass da die Stimmung sich auch weiter verschlechtert. Hier die Global Times, dass man jetzt eine Reisewarnung ausgesprochen hat an die eigene Bevölkerung, also an die Chinesen vor Reisen in die USA, weil man sagt, da wird man diskriminiert. Klar, die Amis haben Angst, dass wenn Chinesen da einreisen, eben das Coronavirus auch gleich mit einreist. Schauen wir uns die Charts an und wir sehen, das ist eine einzige rote Kerze hier im 4-Stunden-Chart. Da ist wenig Gegenwehr zu sehen. Wir haben im asiatischen Handel mit diesem Gap nach unten eröffnet und sind einfach irgendwo im freien Fall. Immer wieder mal ein paar Dochte hier nach oben, die Charts von Capital.com. Aber es fehlt eben so die richtige Gegenwehr, so dieses bullische Momentum. Und diese unhinterfragte, möchte ich fast schon sagen, Trump'sche Selbstbewusstseinsorgie, dass man sagt, scheiß auf die Realität, auf Deutsch gesagt, ich sehe es anders. Das ist jetzt nicht mehr so richtig der Fall. Wir sehen den S&P 500. Der aktuell bei 3.215 handelt. Platz wäre erstmal so bis in den Bereich 3.150, 3.170. Wir sehen auch den Dow Jones jetzt kommod unter der 28.000er Marke. Bisher noch kein Tweet übrigens von Donald Trump. Seltsam eigentlich. Schauen wir uns den DAX an, der hat es auch geschafft, die 13.000er Marke erfolgreich nach unten zu durchschreiten. Wir sehen, dass der Euro zulegen kann. Da wird der Dollar wieder so ein bisschen abverkauft, 1,0870 jetzt. Wir sehen, dass Gold den Siegeszug heute hat fortsetzen können, aber es hat dann so bis 1688 gereicht. Jetzt sind wir 12 Dollar drunter und Crude Oil auch unter Druck bei $50,56. Also man muss sich nicht so wahnsinnig wundern. Das hat sich irgendwie angekündigt. Die Frage war nur, wann passiert das? Nicht eher, ob es passiert. Jetzt ist es passiert, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Es ist noch Potenzial für weitere starke Abverkäufe, genauso wie wir intraday schnell auch Erholungen sehen können. Aber solange diese Coronavirus-Geschichte nicht wirklich eingedämmt ist, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt ist der Hochpunkt überschritten, vielleicht auch in Europa, solange dürften diese Erholungen eben nach oben gedeckelt sein. Das zumindest ist der Stand der Dinge jetzt und ich wünsche einen wunderschönen Abend und sage Servus und Ciao, meine Damen und Herren. Bis morgen zum Videoausblick, hoffentlich. Würde mich freuen. Servus.